Hallo und herzlich willkommen beim Technology Teacher. In diesem Video möchte ich mich mit einem Thema aus der Mathematik beschäftigen. Und zwar mit den quadratischen Ergänzungen. Quadratische Ergänzungen sind ein Verfahren zum Umformen von Termen, in denen eine Variable quadratisch ist. Zum Beispiel x² oder a². Ziel dabei ist es, dass ein quadratisches Binom entsteht. Zum Beispiel a plus b in Klammern zum Quadrat. Bei dieser Umformung gibt es eine hilfreiche Vorgehensweise, die ich mit euch Schritt für Schritt durchgehen werde. Als Beispielaufgabe verwende ich die Gleichung 2x² minus 8x minus 4 gleich 0. Als erstes dividieren wir die Variable vor der quadratischen Gleichung, wenn diese nicht 1 ist. Wenn es einfach 1 ist, können wir einfach das x² stehen lassen. In unserem Fall ist da aber eine 2, also dividieren wir durch 2. Wenn man nun 2 geteilt durch 2, 8 geteilt durch 2, 4 geteilt durch 2 und 0 geteilt durch 2 nimmt, erhält man folgenden Term. x² minus 4x minus 2 gleich 0. Als nächstes bringen wir die Zahl ohne Variable, in diesem Fall ist das die minus 2, auf die andere Seite der Gleichung. Wir addieren also in diesem Fall mit 2 und erhalten nun folgende Gleichung. x² minus 4x gleich 2. Als nächstes bestimmen wir p. Das ist die Zahl vor der einfachen Variable ohne Quadrat, in diesem Fall die minus 4 vor dem x. Nun bilden wir eine quadratische Ergänzung. Das geht, indem wir p geteilt durch 2 nehmen und das dann quadrieren. Wenn wir nun minus 4 für p einsetzen, rechnen wir minus 4 halbe zum Quadrat und bekommen plus 4. Diese quadratische Ergänzung addieren wir nun auf beide Seiten der Gleichung und erhalten den Term x² minus 4x plus 4 gleich 6. Im letzten Schritt bilden wir nun den Klammerausdruck. Wenn man nun 4 geteilt durch 2 nimmt oder die Wurzel aus 4 nimmt, sieht man, dass in den Klammern eine 2 vom x subtrahiert werden muss. Subtrahieren muss man, da es sich um die zweite binomische Formel handelt. Und letztendlich haben wir folgendes quadratisches Binom. In Klammern x minus 2 und das Ganze dann zum Quadrat gleich 6.